Bei Rüstung, Krieg und Militär ist die Wahrheit immer die erste Geschichte, die gestorben wird und ersetzt wird durch Märchen. Ich halte die Linkspartei deswegen für ein Forum, auf dem ich auch gerne die Einladung annehme, weil es hat mit dem Plakat für Frieden keine andere Partei ein so schönes Plakat wie die Linkspartei. Ich habe außerdem den Gedanken, der ja vorhin auch von Janine kam, es reicht nicht, aus dem Parlament herauszuarbeiten. Wir brauchen den Druck von den außerparlamentarischen Bewegungen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass hier auch jemand von der Friedensbewegung spricht. Als das Lied 99 Luftballons erstmalig in die Hitsparaden kam, definierte die Friedensbewegung in den 80er Jahren vor diesen großen hunderttausendfachen, millionenfachen Friedensdemonstrationen die 80er Jahre damals als das gefährlichste Jahrzehnt der Menschheitsgeschichte. Und wir hatten recht, weil es gab damals eine große Gefahr infolge der Strategie der NATO, Sieg ist möglich, mit einem Enthauptungsschlag die Sowjetunion besiegen zu wollen. Dafür haben sie sogar Militärgerät auch nach Deutschland gebracht, gegen das wir damals aufgetreten sind. Das ist nichts Ungewöhnliches, dass da so ein Hubschrauber kommt. Auf einer der Bonner Demonstrationen war über uns ein Flugzeug. Da stand dann drauf, und wer demonstriert in Moskau? Der Antikommunismus, etwas, was Thomas Mann einst als die Grundtorheit der Menschheit genannt hat, war sehr präsent auch damals. Ich habe außerdem in der damaligen Zeit gelernt, dieses gefährlichste Jahrzehnt der Menschheitsgeschichte ist jetzt zwar ein paar Jahrzehnte zurück, aber wir sind jetzt schon ein paar Jahrzehnte weiter. Was ist seither passiert? Ich halte es für notwendig, dass die Friedensbewegung auf ein paar neue Entwicklungen eingeht. Bevor ich dazu etwas sage, noch eine andere Kritik. In dieser schönen Broschüre der Linkspartei, wie Flucht gemacht wird, kommt die Kriegsgeschichte der NATO sehr deutlich vor und das ist prima und wichtig und notwendig. In diesem kurzen Wahlprogramm kommt das Thema Flucht nur untergeordnet vor und wenn man sich vergegenwärtigt, wie es die Menschen bewegt, ist es schade, dass ihr es nicht so aufgegriffen habt, wie es hier drin ist. Das finde ich wichtig zu betonen. Ein anderer Punkt, ich war mal Anfang der 90er Jahre auf einem Bundeskongress der Linkspartei, die hieß damals noch PDS, und habe mir die angeguckt. Und als sie zu wenig zur Ökologie beschlossen, habe ich mir gedacht, da gehe ich nicht rein, ich arbeite lieber in ein Bündnis. Und das habe ich dann gemacht. Die Ökologiefrage wird hier auch unterbewertet. Das ist ein Fehler, wenn man sich gerade in Münster vergegenwärtigt, wir haben hier Gronau in der Nähe, da ist Urenco daran beteiligt, Nuklearmaterial an die Schrottreaktoren in Belgien zu liefern, das Ganze über den Essener RWE-Konzern teilweise mitprofitiert und das geht gar nicht. Hier steht so schön die Zukunft, für die wir kämpfen. Wir kämpfen für die Zukunft. Wir kämpfen dafür, dass die Menschheit eine Zukunft hat, das heißt einen Tag, an dem es einen Morgen gibt. Diese Gefahr, dass es anders kommt, ist zu groß. Und dafür müssen wir unser Engagement steigern, dass das, was an der Wand hier hinten steht, wirklich Realität wird. Der wichtigste Punkt dabei ist natürlich die Friedensthematik. Und jetzt komme ich zurück zur Friedensthematik. Einmal, ach, noch eins dazwischen. Weil hier so viel heute über Geld und Ungerechtigkeit und Milliarden gesagt wurde, möchte ich eins anfügen. Ein schönes Märchen, ich erzähle gleich ein paar Märchen. Das Märchen, das ich Nummer 1 erzähle, ist ein folgendes. Ich weiß gar nicht, ob es eins ist. Die Geschichte geht folgendermaßen. Es begab sich einmal, dass es ein Mann alleine durch seine Hände Arbeit zu großem Reichtum gebracht hat. Und nächste Woche erzähle ich euch ein anderes Märchen. Es gibt ein anderes Märchen, das erzähle ich schon jetzt. Denn in Münster haben wir diesen NATO-Speerspitze Rapid Action Force der NATO von Niederländern und Bundeswehr
um ganz schnell Militärinfrastruktur in Europa an den Krisenort verlegen zu können, stationiert. Und vor 2 Jahren fast sagte General Hallbauer zu dieser Geschichte, dieses NATO-Speerspitzenkorps hier in Münster, wir haben große Erfolge, die Reaktionszeit der Verlegung von Truppen ist von 15 bis 30 Tage reduziert worden auf 2 bis 7 Tage. Es gab noch Probleme bei der Verlagerung von Munition. Und jetzt stellen wir uns mal diese Formulierung vor. Munition, das bedeutet, Sie haben wirklich konkret Planungen vor, wie man innerhalb Europas Munition zum Einsatz bringt. Das ist ein Wahnsinn, der noch gesteigert wird, wenn man sich Folgendes vergegenwärtigt. Nach der illegalen Instandsetzung der Regierung Janukowitsch in Kiew, die wurde ohne das verfassungsmäßige Quorum, das hätte erreicht werden müssen, installiert. Sie war illegal. Danach kam die Krim, da sage ich gleich was zu. Aber das war im Februar, März und im Mai war die NATO in der Ukraine mit einer Expertendelegation, ich kann das beweisen, ich habe den Beleg, und hat die Regierung, die illegale Regierung, darin beraten, wie man im Falle des Krieges mit Atomeinrichtungen umgehen kann. Das ist ein No-Go. Wir stellen uns Folgendes vor, die Ukraine hat das Atomkraftwerk Europas mit der größten Leistungsfähigkeit. Sie hat nicht nur Tschernobyl. Aus Tschernobyl kam ein Teil des nuklearen Materials im Reaktor in die Atmosphäre. Ein paar Tage danach, 26. April war das, 1986, ein paar Tage danach gab es in Deutschland Regen. Pech war, dass das zu einem Zeitpunkt stattfand, als die nukleare Wolke über uns war. Das führte dazu, dass wir unsere Kinder bitte nicht auf den Spielplatz mit Sandkasten bringen durften. Wir durften keine Milch trinken. Pilze und Wild ist bis heute sehr heikel. Das war eine kleine Geschichte gegenüber, wenn 200 Kilometer von Donetsk entfernt dieses leistungsstärkste Atomkraftwerk Europas in die Luft geht. Und die NATO spekuliert über Möglichkeiten eines Krieges bei einer solchen Energieinfrastruktur. Das ist ein Bündnis gegen das Leben. Deswegen habe ich dieses T-Shirt an. Unser Ja zum Leben ist ein Nein zum Krieg. Die Korps in Münster für diese Speerspitze wurden gegründet, nachdem in der Ukraine Russland die Situation auf der Kiew zu seinen Gunsten mit rechtlich umstrittenen und rechtlich, was die Verfassung der Ukraine angeht, sicher auch zu kritisierenden Entscheidungen geändert hat. Diese Landnahme der Krim war die Legitimation der NATO für dieses Korps in Münster. Die NATO pickt sich den Rechtsbruch heraus, der ihr und ihrer Argumentation dient und lässt den anderen so in Vergessenheit geraten, dass den keiner mehr kennt. Der Rechtsbruch Nummer 1 war die Installierung einer pro-westlichen Regierung mit NATO-Orientierung und die Krim ist wirklich das Gebiet, das die sowjetische Schwarzmeerflotte beheimatet hatte und wir haben da wirklich einen vorhersehbaren Konflikt gehabt. Den haben die nicht vorhergesehen, das ist dumm dreist. Und der Rechtsbruch Russlands zu kritisieren, das kann man machen, ist aber nur dann legitim, wenn man ihn einordnet in den Rechtsbruch der NATO. Tut man das nicht, betreibt man antirussische Kriegspropaganda, die schlimmstenfalls dann das gesamte europäische Kontinent, den ganzen Erdteil in seiner Lebensfähigkeit beendet. Das ist eine Negation der Zivilisation. Wir haben in Europa 200 Atomreaktoren. Hier darf keine Munition zum Einsatz kommen. Das aber wird hier geprobt. Die Krim ist nicht das einzige Ding. Steinmeier sagte dazu, hier hat Russland die Büchse der Pandora geöffnet, indem es zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gewaltsam in Europa Grenzen verschoben hat. Was oft gesagt wird, ist, was war da mit Jugoslawien, Balkan?
Aber es gibt noch ein viel deutlicheres Ereignis, das auch in Vergessenheit gebracht wird. Ganz bewusst. Vor kurzem gab es Verhandlungen, die gescheitert sind, um die Türkei. Die hat nämlich 1974 in einem Konflikt völkerrechtswidrig, gewaltsam, einen Großteil der Insel Zypern annektiert. Das war die Büchse der Pandora. Die NATO lässt das in Vergessenheit geraten und Russland ist jetzt dafür verantwortlich, dass wir 2% aufrüsten sollen. Die NATO hat bereits jetzt mehr als die Hälfte der Weltrüstungsausgaben. Matthias Höhn hat das ja schon veranschaulicht. Und diese Geschichten, eine Lüge nach der anderen. Bei Rüstung, Krieg und Militär ist die Wahrheit immer die erste Geschichte, die gestorben wird und ersetzt wird durch Märchen. Vor einem Jahr gab es in Essen eine Konferenz der NATO, vor 2 Jahren, unter dem Titel Strategische Kommunikation. Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich will noch ein paar Punkte hinweisen. Am nächsten Wochenende ist in Rammstein das große Friedensfest mit der Menschenkette. Rammstein wird auch unterbewertet, immer noch. Es ist die größte US-Militärbasis für Flugbewegungen außerhalb der USA und es ist der Flugzeugträger für alle Kriege, die die USA zwischen unserem Gebiet hier und dem Golf betreiben. Es ist auch die Relaisstation für alle Drohnenkriege, die in dem Gebiet stattfinden. Aber noch mehr. Vor kurzem haben die US-Militärs, ohne dass es in der Öffentlichkeit zur Kenntnis genommen wurde, aber ich kann auch das beweisen, hunderte Militärs aus Incirlik nach Rammstein verlegt. In Rammstein sind ungefähr 130 Grüfte aufrechterhalten worden, in die Atompotenziale hineingesteckt werden können. Rammstein hatte die mal voll im Kalten Krieg. Die sind 2006 abgezogen worden, sodass wir jetzt im Moment nur in Büchel in Anführungszeichen welche haben. Aber wir müssen damit rechnen, dass die Brüder diese Potenziale wieder nutzen. Rammstein ist also auch für uns hier eine existenzielle Bedrohung und nicht nur für die Drohnenopfer und die Fluchtgeschichten weiter im Bereich der völkerrechtswidrigen Gebiete der gewaltsamen Eskalation. Wenn ich völkerrechtswidrig sage, betone ich mal folgenden Satz. Die NATO ist dasjenige Staatenbündnis auf diesem Planeten, von dessen Gebiet aus die meisten und massivsten Völkerrechtsbrüche seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ausgegangen sind. Trotzdem wird in der Öffentlichkeit der Eindruck erweckt, der böse Russe, und wir machen Verteidigung, Abschreckung und sorgen für Frieden. Das Gegenteil lässt sich beweisen. Auf dieser Essener Konferenz um strategische Kommunikation haben Sie genau darüber gesprochen. Und Sie haben zum Beispiel Folgendes festgestellt. Bush hat damals einen großen Fehler gemacht, als er den Irakkrieg 2003 begründet hat. Er hat nämlich dummerweise, übrigens mit BND-Unterlagen, die auch getürkt waren, kann man jetzt ja mal in dem Zusammenhang auch mal so sagen, es ist ja ein Wort, das schon länger gibt, darauf hingewiesen, Saddam Hussein hat im Irak Massenvernichtungswaffen, wir müssen da verhindern, dass die hochgehen, die Menschheit retten. Das war eine Lüge. Paul hat später, damals Außenminister, dies als den größten Fehler seines Lebens bezeichnet, diese Lüge vor der UNO kundgetan zu haben. Aber die NATO hat auf dieser Konferenz strategische Kommunikation Bush folgenden Vorwurf gemacht. Hätte er doch nicht auf diese Geschichte gesetzt in der Propaganda, sondern hätte er die Grausamkeit von Hussein herausgestellt, dann wäre der Widerstand kleiner gewesen. Die Brüder überlegen sich, mit welchen Märchen kriegen sie uns im Gehirn so vergiftet und gelähmt, dass wir ihre Geschichten, ihre Rüstung mitmachen. Übrigens herzlichen Glückwunsch an uns Friedensbewegung, denn auf dieser Konferenz haben sie Folgendes beklagt. In Deutschland gibt es eine Friedensverschiedenheit, die so problematisch stark ausgedehnt ist, dass die Bevölkerung mit ihrer Unterstützung für Aktivitäten der Militärs nicht so leicht zu gewinnen sind. Und deswegen die strategische Kommunikation, das muss man ändern. Das ist ein Erfolg für uns. In diesem Land gibt es immer noch eine große Skepsis gegenüber Rüstung, Auslands- und Kampfeinsätzen etc. Der UNHCR hat veröffentlicht, 55% der Flüchtlinge auf der Welt kommen aus Somalia, Sudan, Südsudan.
Jemen, Syrien, Irak, Afghanistan. Alles Gebiete, in denen diese NATO-Brüche des Rechts beklagt werden können. Somalia war übrigens das erste Land für Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr. Jetzt haben wir dieses Jahr eine Konferenz der NATO in Essen, Anfang Oktober eine Demonstration dagegen. Diese Konferenz ist diesmal zum Thema Abschreckung. Abschreckung heißt ja, wir sind gut, wir schrecken ja nur die Bösen ab. Wie gut wir sind, kann man an dem Manuskript erkennen, das Sie zur Vorbereitung geschrieben haben. In ihm steht drin, Waffen, die man nicht einsetzen möchte, sind für die Abschreckung ungeeignet. Das gilt auch für nukleare Potenziale. Sie nennen die Waffen. Ich nenne die nicht Waffen. Ich nehme da ein Wort von Altbundespräsident Heinemann aus Essen, der 1958 vor seiner Zeit als Bundespräsident im Bundestag die Pläne von Franz Josef Strauß, CSU, kritisiert hat, Rüstung mit Militär durchzuführen. Adenauer hat die mal eine andere Form der Artillerie genannt in der damaligen Zeit. Und Heinemann sagte, diese Waffen sind keine Waffen, denn ihr Einsatz ist die Negation der Zivilisation. Und das bedeutet, Atomwaffen, Wasserstoffwaffen gibt es nicht. Es gibt auch keine Kriege mehr in der heutigen Zeit. Ein Krieg ist etwas, das mich an Bert Brecht erinnert. Nach dem Ersten Krieg war Karthago, das große, stolze Karthago, eine Ruinenlandschaft. Nach dem Zweiten war es nicht mehr belebt und nach dem Dritten Krieg war es nicht mehr wiederzufinden. Wenn wir einen dritten Krieg hier in Europa haben, angesichts der Infrastruktur dieses Kontinents, sind wir alle nicht mehr wiederzufinden. Und die Friedensbewegung ist die einzige Bewegung, auf die wir setzen können, wenn wir die Ökologie, Gerechtigkeit und all das, was hier hinten steht, mit dem Gedanken verbinden, es soll ein Morgen geben, auf das noch ein Morgen sicher folgen kann. Dafür haben wir uns immer einzusetzen. Ich danke euch.